Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, richtig schön gesetzt und jetzt geht das auch schon voran. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich habe gar nicht so ganz mehr im Blick, was ich heute eigentlich machen wollte. Aber ich habe eben mal so angefangen, ein paar Erze zu verarbeiten. Und wenn wir dann mal hier in die Truhe reinkommen, dann haben wir noch so ein paar Spawner. Was ist da gerade am Denken? Wie ist denn nochmal? Dann 360 FPS auf, okay. Ich mach mal gerade mein Mikro ein bisschen lauter. Ja, das geht natürlich nur auf dem anderen Bildschirm. So, ihr solltet nämlich sogar noch was besser hören. Und so wie ich mich kenne, war das bestimmt wieder schon zu viel. Jetzt hört er mich zu laut. Aber naja, sehe ich dann eine Aufnahme und ihr habt dann mittlerweile schon Ohrenschmerzen. Ja. Was ich mal gerade ganz kurz gucken möchte, ich habe jetzt gerade mal ein paar Bäume gezüchtet und gesehen, hier ist ein Setzling rausgekommen und es ist eine Monday Large. Haben wir die schon? Weiß ich gerade gar nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen. Es werden eindeutig so viele Bäume. Hier sammelt sich das auch schon mittlerweile. So, ich bin jetzt am überlegen, entweder mache ich die Truhen mal was frei und fange mit der Monsterfalle an. Oder ich mache mir da wieder was Platz und fange mit der Bienenzucht an. Also so richtig anfangen. Ich mache es so, lege mich jetzt erstmal schlafen, fange mit der Monsterfalle an und mache dann in der nächsten Aufnahme, fange ich dann wirklich mit der Bienenzucht an. Ja, ihr seht doch, es ist kein richtiger Tag oder so vergangen. Es ist immer noch die eine Aufnahme. Immer noch hier mit dem Multimeter schön dabei. Okay. Nein, das kommt da rein. So, einmal kurz runter, jawohl. Also hier habe ich das den Weg wieder schön gemacht. Das muss noch ein bisschen schöner gemacht werden. Sehe ich, bin ich ehrlich. Und eigentlich, das würde jetzt ein Unglück geben. Legen wir das Holz mal hier rein, das wird dann schön in die DSU. Wie sage ich immer DSU? In die Deep Storage wird das schön gepumpt. Ich musste ja auch noch. Stimmt ja, da war ja was. So, ich weiß auch gar nicht, wer sich mit der Materie was auskennt, aber ich glaube, es sollte ja bekannt sein, dass ich ein Pokémon-Spieler bin mit Leib und Herz. Also ich bin schon wirklich ein Fan von Pokémon seit dem ersten Spiel. Haben wir auch dementsprechend dann vor Weihnachten das neue Pokémon geholt, wo ich auch so den Stoff gewartet habe, halt das Omega Rubin Alpha Saphir, wer es nicht kennt. Und da gibt es ja halt diesen sogenannten Pokédex, also den für alle Unwissenden wieder. Das ist der Pokédex, ist der sogenannte Lexikon, kannst du sagen. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Ein Lexikon über alle Pokémon. So, da gibt es erstmal einen nur von der Region, wo man drin ist, und dann einmal mit allen. So, die erste Hürde hatte ich dann nämlich diese Woche schon mal geschafft. Das ist der sogenannte Höhenlex. Und das war echt schon ein großer Akt, sage ich mal. So, jetzt aber wartet mal. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz so zwischendurch. Schaffen wir das mit dem Leder und das sollte eigentlich klappen. Ich brauche 8 Leder, also 16. Die Strings haben wir. Oder wie viel Leder hab? Hier habe ich gar keins. Wo? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Machen wir jetzt halt ganz schnell noch was Neueres. Und zwar einen Big Blue Backpack wollte ich mir machen. Halt, damit ich da die ganzen Werkzeuge reintun kann. Weil das frisst auch einiges an Platz.
Wo wir schon auf jeden Fall. Höhendecks ist das erste Ziel. Und das ist schon total schwierig. Habe ich geschafft. So, und jetzt ist mein nächstes Ziel. Ich will erstmal so ein besonderes Pokémon züchten. Das ist aber was anderes. Hallo, Piper. Mein nächstes Ziel, was ich machen möchte, ist halt wirklich dieser Nationaldeck. Und das werde ich nicht schaffen. Da wollte ich jetzt mal so allgemein fragen, wer von euch hat sich das geholt, das neue Pokémon? Und zweitens, wie sieht das aus? Würdet ihr mich bei dieser Sache unterstützen? Also ich glaube, den einen oder anderen Interessenten gibt es ja da schon noch. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Also ich würde mich echt freuen, wenn da wirklich welche dabei wären, die mich unterstützen würden. Hätte natürlich auch irgendwie vorher mal hier was anfangen können, aber nein, war natürlich von der Aufnahme, so muss das ja auch. Ich sehe schon, die Lecks werden langsam kommen. Mache ich schon mal eins schön höher. Ja, komm, dann nehme ich aber die hier. Ansonsten sitzen wir ja Jahre davor. Ich glaube, bei so einer Monsterfalle hätte ich auch gleich, wenn der Mob dabei wäre, wirklich gut mit, wie heißt er? Blood Magic pumpen können. Ja, mit Magie wird es vielleicht doch nochmal irgendwann was geben. Freue ich mich nämlich auch schon wieder. Habe ich wieder richtig Lust drauf. Mache ich auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen was rein. Ich glaube, so sollte das dann doch schon reichen. Ja, die Kohle nehme ich auch. Zertes Quarz. Das nehme ich erst recht mit. Nein, String brauche ich nicht und die Erde auch nicht. Komm, die Kohle lasse ich dafür liegen. Mache ich hier mal wieder dicht. Bist du noch ganz dicht bei der Sache? Schlechte Sprüche mussten ja wieder kommen. Aber gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt echt mal schauen, dass ich so wirklich mal im Voraus extrem was vorproduziere, weil die Schule fängt ja auch schon bald wieder an. Also für mich. Ich habe ja nur noch ein paar Tage. Finde ich eigentlich echt krass. Weil teilweise ist es wirklich so, sieht man ja immer, hört man ja genug, Schüler sind so stark ausgelastet. Ich meine, ans Aufstehen, da gewöhnt man sich ja dran. Ist ja beim normalen Arbeitstag auch nicht anders. Davon würde ich auch nicht rummeckern. Bloß was ich viel zu extrem finde, teilweise sind die Hausaufgaben und so weiter, die Vorbereitung, die von uns verlangt wird. Teilweise hört er ja wirklich, ja, ihr macht viel zu wenig. Hallo? Ich meine, okay, wir machen das Ganze freiwillig. Habe ich ja Verständnis für. Oder gesagt, ist ja auch okay. Aber wir wollen ja auch wirklich was dazu lernen. Machen wir ja auch im Unterricht. Aber auch nur, wenn der gesundheitliche Aspekt gesichert ist. Und naja. Wie sei es denn so oft, dass Schüler unter dem gefährdet sind für das Burnout-Syndrom? Also teilweise finde ich das läuft bei mir. Also teilweise finde ich das echt ein bisschen übertrieben, was da gemacht wird. Weil ich dann denke, okay, wir haben, bei uns ist es der Fall, ich habe einmal die Woche Mathe. Alle 2 Wochen sind das dann 2 Stunden Mathe, aber dafür dann auch 6 Stunden. Also an einem Tag habe ich halt 4 Stunden Mathe. Das ist immer gesichert. So, ist ja okay.
Ah, verdammt, ich muss noch eins darüber. Aber was ich dann nicht verstehen kann, dass wir teilweise Hausaufgaben aufbekommen, die 3 Seiten lang sind. Ich meine, wir haben noch andere Fächer, wo wir Hausaufgaben aufbekommen. Ich meine, okay, ist denn nur so eine Übung, aber es ist eine tolle Übung, wenn wir dadurch ausgelastet sind, nach Hause kommen und dann quasi noch weitermachen dürfen. Das finde ich echt dann, naja, ultimativ. Entschuldigung, das ist der Ausdruck, aber kacke. Und da wollte ich euch mal fragen, wie findet ihr das eigentlich? Ich meine, okay, es gibt da teilweise, die sind schon aus der Schule, wie der Street Digger. Gibt aber teilweise auch noch welche, die noch zur Schule gehen. Wie meiner einer oder auch bestimmt so ein Mike Brandt, der bei mir immer zuschaut. Und da würde ich ganz eigentlich mal eure Meinung dazu hören. Ob ich einfach nur gerade Schwachsinn laber oder ob ich da schon auch irgendwie recht habe. Nein. Mist. Ja, das wollte ich. Ah gut, Cleanstone habe ich noch. Und wieso vibriert jetzt mein Handy so sehr? Wäre es da schon mich schon wieder am Suspen? Muss ich die Decke eigentlich noch. Komm, die Decke mache ich auch noch. Wenn schön, dann richtig schön. Die Monster wollen ja schließlich auch ein ordentliches Zuhause. Nachdem sie kurz geboren werden und direkt instant geschlachtet werden. Nein. Ich mache auf jeden Fall hier dann schon mal in den Weg rein. Muss ich mir vormerken. Da habe ich mir noch was Besonderes vor. Gut, dann komme ich hier raus, alles klar. Aber ich muss sagen, ich bin echt der freundlichste Minecraft-Spieler aller Zeiten. Monster werden geboren, Monster sind tot. Kühe werden geboren, Kühe sind tot. Die Peter sollte stolz auf mich sein. Boah, das war ja auch so ein Moment, wo... Ach, das ist mein Moment. Ja, super. Wo mein Inventar. Was wollte ich gerade. Wow. Okay. Die haben auch noch alle genug Energie. Okay. Hier kommt auch. Alter. Gut, ich hab den Dia gesehen, aber ich glaube, ich brauche erstmal. Okay, Cleanstone, Limestone, warte, Gravel, jawohl, Copper, Leder, Leaf Flakes, so, dann muss ich einmal den hier machen, mache ich mal gerade ganz kurz, lege ich das Bound Leather dazwischen, das ist mir nämlich gerade was wichtiger. Ich will mir ja, wie gesagt, einen Rucksack machen. Nein, Screwdriver kommt zurück. Wollte ich mir einen Blau machen. Halt da mal das ganze Werkzeug, was ich alles habe, wollte ich dann mal da rein tun. Ich glaube, das ist schon mal so eine ganz gute Idee. Damit sparen wir dann auch schon jede Menge Energie. Slots im Inventar. Sehr schön, vielen Dank. Hier hast du wieder Hapa. Und dann mal so eine grundlegende Frage. Hättet ihr eigentlich Interesse an Mod-Vorstellungen?
Weil dann würde ich mich vielleicht auch nochmal dafür bereit erklären, mal so ein, zwei Match-Reviews mal zu machen. Aber auch wirklich nur, wenn ich weiß, dass das gesichert ist, dass auch Leute zuschauen. Andernfalls ist das dann ja quasi verschwendete Zeit. Also ich würde dann nicht nur wirklich so Technik-Mods zeigen, ich würde dann schon einiges zeigen. Halt die Zinkas-Konstrukte, aber auch kleinere Mods, die irgendwie so Pfand-Mods würde ich mal sagen, die irgendwie so neue Creeper hinzufügen oder sowas, neues TNT. Okay, das noch weg. Dann haben wir das schon mal schön. Dann brauchen wir einen Grinder. Wette, ich habe auch schon irgendwie wieder ein Thema, wo ich eben dran war, wieder komplett verpeilt. Haben wir noch Plastik? Nein, haben wir nicht. Also dieses Lied, das liebe ich wie die Pest. Ja, das kann ich nicht sagen, wie die Pest. Das klingt bescheuert. Ich liebe es einfach wie die. Besser geht nicht mehr. Gut, Plastic Cheats. Dann brauchen wir zwei Tin Gears. Ein Inverse Ward. Eins. Zwei. Dann nehme ich auch schon mal alles fürs Tin Gear aus. Oh. Okay. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz auf mein Handy so greifen, da hat es gerade vibriert. Könnte was wichtiger sein. Okay, hat sich erledigt, ist doch nicht wichtig. Auf jeden Fall eine kurze Entschuldigung für diesen Zwischenfall. War halt ein bisschen wichtiger. Könnte sein, dass es meine Oma gewesen ist. Ich glaube, die Thematik hat sie schon mal angesprochen. Und wo ist diese blöde Spinne? Gut, finde ich keine, ist keine. Abgehakt. Das Inversort ist da. So, wie ich mich kenne, ich Profi. Alter, hau doch mal ab, hier ist ein Let's Play im Gange. Mein Gott, immer diese Fanboys. Alter, das tut schon weh, wenn ich mir den selbst so höre, das ist doch Wahnsinn. Ey, aber jetzt mal im Ernst. Schlafen und ich glaube, es wird da noch Zeit, dass wir dann in einer der nächsten Folgen mal was vorbereiten. Was brauche ich jetzt noch? Zwei Bücher habe ich, Machine Frame und zwei Restaurant Reception Coils. Okay, 4 1 2, das habe ich, nur noch zwei Redstone. Ohne das. Ohne Dosch. Tres Quatros. Ja, so ein bisschen Spanisch oder so ähnlich kann ich auch noch. Inverswort. Plastic Cheats. Tin Gears. Und die beiden Bücher. Nein, die beiden Bücher. 1, 2. So, der Grinder steht. Jeden Moment. Zumindestens. Den stelle ich dann hier hin.
Dann mache ich das einmal so. Ich habe mir dabei schon mal gedacht, nur die Ruhe. Jetzt sind wir hier ein Lied da und das darf nicht wahr sein. Ich habe aber auch heute echt wieder ein Glück, das ist unglaublich. So, ich will auf jeden Fall mal kurz die Energieleitung da haben. So, ich glaube, ihr wisst jetzt auch schon, was jetzt kommt. Von da kommst du, nach da gibst du aus. Und das wollte ich über die Hardenet machen. Und das war jetzt natürlich wieder sowas untypisch. Habe ich alles... Na gut. Macht man nix. Und dann nochmal drei neue. Noch satt. Okay, dann muss man hier noch eine Truhe machen, die das ganze Zeug noch hier weiterleitet. So, der grundlegende Aufbau kommt dann später. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann schon mal für diese Folge. Der Rest mache ich dann hier. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentarski. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tag World 2. Bis dahin, tschüss.